Zu welchem Planeten müssen wir? Laut Navigationscomputer wurde eine wichtige Nachricht für uns auf Batalia hinterlassen. Okay, Gaspar hinter uns, Batalia vor uns. Was gibt's denn hier so? Schon wieder so ein Erdenplanet. Wir könnten den Schutztruppen mit dem Sternwacht-Abwehrgeschütz helfen. Gleite über die Schiene. Das sieht irgendwie frostig aus, finde ich. Findet ihr nicht? Sieht ein bisschen aus, als wäre es da kalt. Und es sieht leider auch aus, als wäre es der vorletzte Planet. Mari, traurig. Aber wir haben keine Zeit, um traurig zu sein. Los geht's. Wir müssen das Universum retten. Das hat jetzt voll Star Wars Vibes irgendwie. Oh nein, wir haben die Karten gar nicht geöffnet. Verdammt, das Booster Pack. Meinst du, es kann noch 2 Sekunden warten, bis ich mein Booster-Pack geöffnet habe? Bestimmt, oder? Guck mal, ich lese es nicht vor. So lange kann die arme Frau bestimmt nicht warten. Der Satz ist vollständig. Cool. Aber guck mal, ein Satz schon vervollständigt. Das hat sich doch schon gelohnt. Weiter geht's. Sagt die Map. Oh, das sieht nach einer langen Schienenstrecke aus. Nice. Hier ist aber auch schon ganz schön viel kaputt gegangen, ne? So. Gegner geortet. Reise zum Vor. Wenn ich erst auf der Schiene fahren will, was dann? Ich empfange ein Infobot-Signal in diesem Sektor. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Ich meine, vielleicht muss ich da... Ja, okay, vielleicht muss ich da auch hin. Gut, hab nichts gesagt. Davon, dass ich jetzt magnetischer bin, habe ich aber ehrlich gesagt nicht so viel gemerkt. Aber ich sammle mal. Es kommt bestimmt noch eine Waffe, die richtig teuer ist. Dann bin ich dankbar für die Vorarbeit. Okay, Sky. Hau rein, schlaf schön und Dankeschön fürs Dabeisein. Lass dich morgen nicht ärgern. Schon Bergfest. Bald ist Wochenende. Ach so, jetzt auf einmal? Ja, dann zeig. Kaum sage ich's. Oh, ich habe etwas für dich. Hä? Habe ich das perfekt getimed oder habe ich das perfekt getimed? Oder? Oder wie? Oder was? Oder wer? Hallo? 28.000? Bada bing, bada boom. Vielleicht erfülle ich diese Woche meinen Soll. Viel Glück mit deinem Aggressor. Einfach mal ein Raketenwerfer. Die Schienen ohne Schaden schaffen. Okay. Gucken wir mal. Also, wenn das nicht perfekt gelaufen ist, weiß ich halt auch nicht. Jetzt bin ich aufgeregt, weil ich es noch nicht schaffen möchte. Looping! Booster Pack, glaube ich. Mama, sind wir gleich da? Wie lange noch? Oh, mir wird schlecht. Das ist nicht so gut. Ratchet, die Blark nähern sich der Sternwacht. Wir könnten wirklich deine Hilfe brauchen. Ich bin ja unterwegs, mach dir nicht ins Hemd. Haltet sie auf, solange ihr könnt. Komme ja, ich komme ja, falls ich jetzt nicht falsch abgebogen bin, weil sie mich voll gelabert hat von der Seite. Könnte aber passiert sein. Ist sie aber gerade selber schuld.
Ach du heilige Scheiße. Ich hab's geschafft. Kriege ich jetzt einen Keks? Hey Ratchet, Grimm hier. Hab deine Abenteuer verfolgt und freue mich wirklich sehr für dich. Hör mal, vielleicht habe ich's dir ja schon erzählt. Ich habe einen Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Felton. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Aber heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Drake hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Die Blag wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Haben wir nicht auch Könntest so ein Ding? Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich. Oh. Ach, wie süß das war. Ich hatte fast gehofft, es würde eine Trophy geben. Aber naja. Zum Schiff zurückkehren. Es war also alles umsonst. Okay, cool. Schade. Ratchet, Cora braucht unsere Hilfe. Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwacht zu schützen. Ach, die ist gar nicht hier am Ende des Dings. Ja, schade. Ja, okay. Taxi geht wohl eher nicht. Schön, euch zu sehen, Jungs. Kommt, helft mir, die Stadt zu sichern. Vielleicht hättest du auch erst retten müssen. Miss Verolux. Ist sie wie ein Rollladen? Vorsitzender Drake hier. Eine kurze Warnung an meine fleißigen Angestellten. Eine Nichtzerstörung der Sternwacht führt automatisch zur Entlassung von Drake Industries. Ja, was? Ich war einfach zu gut. Vielleicht habe ich es auch zerstört. Oh, sorry. Die gehört zu mir. Ups. Ich hoffe, ich kann jetzt nicht angegriffen werden, während ich hier Hackerman spiele. Gegner erledigt! Hm. Ich wollte gerade sagen, heute ist nicht so der Tag für Hackerman. Aber vielleicht war doch Tag für Hackerman. Na los! Wir müssen über diese Brücke! Mach dir doch nicht ins Höschen, Lady. Komm her, Girl. Ich hab das hier gehackt, jetzt will ich das auch haben. So, wohin soll ich zurückgehen? Wo gibt's was umsonst? Sie ist jetzt schon ohne mich vorgegangen. Mach das doch nicht, Mädchen. Sie kommen aus dem Schnee. Ich halte sie von der Bootskurbel fern. Wieso sind sie noch nicht erledigt? Muss ich ein Exempel an einem von euch statuieren, damit ihr begreift, wie ernst die Lage ist? Ja. Enttäuscht mich nicht. Kannst du die Blechbüchse sehen? Galaktischen Schutzdruck. Au. Pack gleich meinen Raketenwerfer aus. Don't tempt me. Warum sind das so viele? Wo kommen die auf einmal alle her? Was ist denn hier los? Aua, die haben auch Granaten. Das ist fies. So war das, nicht abgesprochen. Ja, ich drehe gleich an der Kurbel. Sekunde noch. So, der Lady erstmal eine Brücke gemacht. Gut gemacht. Los, zur Sternwacht geht's hier lang. Ich finde das übrigens gemein, dass ich jetzt mein Düsenpack nicht mehr nutzen kann. Oh, okay. Ich vermute, Eis ist kein natürlicher Lombax-Lebensraum. Ja, geht, ne? Sehr witzig.
Wo leben Lombaxe eigentlich? Wir schicken einen Panzer! Wird die Sternwacht nicht gestürzt, ist unsere Bewegungsfreiheit in diesem Sektor stark eingeschränkt. Ich dulde... Ja, mach dir nicht ins Höschen. Ja, schon dabei. Oh, warte mal, wir haben doch so eine schöne Panzerfaust bekommen. Oh. Also irgendwie hatte ich mir gut geschossen. Ich mehr Wumms konntest du auf Felde nie tun. Davon versprochen, aber vielleicht bin das nur ich. Immer weiter. Aber hübsche Blümelein dafür, dass es hier so ein kaltes Eisland ist. Kampfbots! Weißt du, wieso darf sie schweben und ich nicht? Das ist ungerecht. Gleiches Recht für alle. Okay, bei den Typen macht es zumindest ein bisschen was. Die Verstärkung ist da. An die Arbeit. Oh je, keine Munition mehr. Schon leer? Das war aber ein kurzes Vergnügen. Schick noch einen Panzer. Schöner Headshot. Aua. Oh, noch ein Panzer? Das ist jetzt aber schlecht. Wie findest du das denn? Habe das Gefühl, das hat ihn nicht so beeindruckt. Den roten Punkt hat man, glaube ich, vorhin schon gesehen, oder? Aua, den Crit-Punkt. Meine Güte, hier geht's ja aber richtig zur Sache, ne? Hier ist die totale du warst doch tot. Totale Eskalation. So, jetzt aber. An alle Truppen. Geht. Laut Personalabteilung kann ich euch weder feuern noch eliminieren, wenn ihr beim Vernichten der galaktischen Schutzgruppe versagt. Also führen der Vorstand und ich einen kleinen Mitarbeiterbonus ein. Der Blag, der den galaktischen Schutzgruppen ein Ende bereitet, erhält eine All-Inclusive-Reise zum dritten Halabash-Ring. Partys, Dinnerkreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kochkurse. Gebiet gesichert. Los, überqueren wir die Brücke. Wenn das mal kein Angebot ist, das man nicht ablehnen kann, dann weiß ich halt auch nicht. Ich würde hier übrigens niemals Raritanium finden, glaube ich. So rein optisch. Aber hier können wir nochmal einkaufen. Upsa. Gönnen wir uns doch mal dieses hier. Das ist der beste Arbeitgeber. Hast du dir die Boni angehört, Mann? Kochkurse? Insane. Nur dafür so ein kleines Lombax umzunieten? Diese Lasertürme könnten ein echtes Problem werden. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Geh du vor, ich gebe Deckung. Warte, was? Moment mal, Lady. Ich bin hier der Azubi, falls du es vergessen hast. Diese Oberfläche sieht ionisiert aus. Versuch es mal mit deinen Magnetstiefeln. Du bist hier, der Veteran. Au, okay. Ich wollte nur mal gucken. Nicht schlecht, Ratchet. Also so ganz unschuldig nur mal kurz gucken und dann kriegst du voll aufs Maul. Das ist kein sehr freundlicher Planet. Wenn Drag die Sternwacht erledigt, steht nichts mehr zwischen ihm und sämtlichen Planeten des Systems. Wo noch gesprungen. Er sagte, er muss sich um eine dringende Schutztruppensache kümmern. Komisch. Okay, dann müssen wir wohl ran. Hat die zufällig was mit Code zu tun? Seinem Code? Hab ich nämlich so das Gefühl, dass er den ganzen Tag nur auf dem Klo sitzt und twittert. Nice.
Hallöchen, gut. Ich bin gekommen, um euren Tag zu ruinieren. Sieh zu, ob du die umliegenden Schmelztürme von drinnen deaktivieren kannst. Hallo Team, ich wollte euch nur sagen, wie stolz ich auf euch bin. Tut mir leid, dass ich nicht bei euch sein kann, aber Massagetermine lassen sich so schwer verschieben. Gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Massagetermine. Das ist fast so gut wie meine Version. So, und du, mein Lieber, schmeckst jetzt meine Panzerfaust. Sehr gut, sehr gut. Der Status der Map, ganz okay. Irgendwie haben wir da... Achso, das ist der Gang, den ich nicht durchgehen konnte. Okay, okay. Sind wir hergekommen? Warte, wo muss ich hin? Da lang. Ratchet, check deinen Funk! Ich muss da rein! Such nach einer Bootkurbel! Lady, entweder du kommst alleine klar, so wie ich, oder du hörst auf, Stress zu machen. Meine Güte, ich muss doch Geld sammeln. Weißt du, ich dachte, die ist Profi und jetzt guck sie dir an. Steht da ganz allein und heult, weil sie nirgendwo hinkommt. Kann ich ihr doch nicht helfen. Jetzt ist mein Raritanium runtergefallen. Ich habe nur eins bekommen, obwohl es zwei waren. Das Spiel ist voll scammy. Man konnte runterfallen. Oh Gott. Ja gut, dass sie das jetzt gefixt haben. Oh, wie komme ich denn wohl da hoch? Hätte ich doch nur mein Jetpack. Ja, das schafft's mir. Ja, wie komme ich denn da hoch? Hm. Such nach einer Bootkurbel. Ja, doch. Jesus Christ. Und ich dachte immer, ich wäre ungeduldig. Ach, dafür ist das gut, okay. Wollte doch gerade sagen, wenn er sich noch festhalten würde. Lass mich rein. Oh Gott, Mädchen. Du hast ein Jetpack, flieg doch einfach. Was ist dein scheiß Problem? Flieg doch einfach. Schaffe ich das? Vielleicht. Nicht. Schade. Okay, dann kümmern wir uns vielleicht erstmal um die Kurbel. Huch, der Dommy ist auch am Schlafen. Ratchet, check deinen Funk. Ja, mein Gott. Dann schlaf mal gut, Dommy. Hau rein und bis morgen. Ich war vorhin so müde, jetzt bin ich einfach nur wach und abgedreht. Aufgedreht. Bist du dafür bereit? Nee, ich habe gerade nicht zugehört. Was hat sie gesagt? Legen wir los. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Kannst du es nochmal sagen? Sorry, Lady. Wir sind der Strappen im Anmarsch. Perfekt. Ach, die gab es damals auch nicht. Das ist aber traurig für sie. Tut mir leid. Was hast du gesagt, was ich nicht kann? Ich hab's nicht genau verstanden. Willst du es nochmal wiederholen? Oh Mann! Zwei Panzer! Huch, hallo! Irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht so gut, wie es könnte. Ja, machst du auch mal was, Mädchen? Aua. Monatelanges Training unter Victor von Ion und ihr werdet nicht mit ein paar galaktischen Schutzgruppen fertig? Wo bleibt euer Mut? Wo bleibt euer Holz? Lebt ihr gern? Tü-tü-tü. Unter der Erde? Ich hab so das Gefühl, ich mache hier alles alleine.
volle Schutztruppen. Okay, die Luft ist rein. Auf zum Sternwacht-Abwehrgeschütz. Ohne mich wäre das Mädchen aufgeschmissen. Komm schon. Ja. Mach diese Tür auf. Weißt du, als ob du die Tür nicht selber aufmachen kannst, wenn du so eilig hast. Sie könnte wenigstens bitte sagen, wenn sie schon so drängelt. Etikette, Mädchen. Etikette. Weißt du? Darf man sich nicht mal in Ruhe umgucken hier? Hab ich den Goldbolt nicht bekommen, weil sie so genervt hat. Warte, können wir ausprobieren. Wahrscheinlich schreit sie aber gleich wieder. So. Ah, warte mal. Da an dem Ding könnte ich mich vielleicht hochziehen. Oder hier. Aha. Habe ich zwar eigentlich gedacht, dass ich das vorhin getan hätte. Ach so, ja, aber ich bin nicht rübergekommen. Ja, nee, doch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Da ist er. Goldbolt Nummer 8. Dafür, dass wir nicht aktiv danach suchen, ist das okay. Hehe. Das ist schon schön. Da ist das Space Taxi. Wir sind beim Abwehrgeschütz, aber offenbar ist das System gesperrt. Wir müssen dieses Ding wieder aktivieren und zwar schnell. Doch, Hackerman kann sie auch nicht. Was kann sie eigentlich? Was ist so ihr Job bei der Schutztruppe? Nerven? Die Laser und Blocker eines deaktivierten Rings werden abgeschaltet. Kannst du es ausprobieren, indem du den Ring deaktivierst? Hervorragend. Teste jetzt die Aktivierungsfunktion. Perfekt, danke. Und denk dran, ab jetzt diese neue Funktion zu benutzen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was hier passiert. Warte, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. So, und jetzt so. Und so. Gut aussehen, ja, vielleicht. Ich sehe das Eye-Candy. Gut gemacht, Ratchet. Spring auf das Abwehrgeschütz. Ich gebe dir Deckung. Hackerwoman ist sie jedenfalls schon mal nicht. Das ist ja auch das eine Ding, was an Final Fantasy XIV so schade ist. Du bist halt einfach immer der Depp für alles. Warrior of Light dies, Warrior of Light das. Kannst du mal schnell? Würdest dir was ausmachen? Huch, hallo. Wir schalten diese Kriegsschiffe eins nach dem anderen aus. Wenn das Geschütz bereit ist, Feuer frei. Großen auch? Diese Hüllen sind zu dick für Standardangriffe. Wir müssen sie mit einer Ionenladung treffen. Sowas mag ich, sowas sollten mehr Spieler haben. Feuern. Wow. Hi. Haha, erwischt. Clank, hast du das gesehen? Nein. Aber herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, Clank sieht ja gar nichts. Er ist ja auf unserem Rücken. Rakete im Anflug. Sternwaffe-Ionenkanone schussbereit. Das ist ja eigentlich voll mies. Ratchet sieht ja nie, was wir machen, weil er ist ja auf unserem Rücken geschnallt. Blöd. Sternwaffe-Ionenkanone bei 25%. Sternwacht-Ionenkanone bei 75%. Hab alles im Griff, Mädchen. Mach dir nicht ein Fan. Nochmal feuern! Das ist cool. Geschafft! Super geschossen! Kann ich das in Portabel haben? Das wäre sehr angenehm. Okay. Könnte ein bisschen schneller aufladen, der große Wumms, aber dann wäre es vielleicht zu mächtig. Boom. Ich glaube, das war's. Aha. Wir haben gewonnen. Sternwacht-Ionen. Sie ziehen sich zurück. Wir haben's geschafft. Das hat Drag davon, wenn er sich mit den galaktischen Schutztruppen anlegt. Ja, juhu. Juhu. Gebt die Trilogy für Vita. Hm.
Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Das war ein wilder Planet, Mann. So, zeigen wir nochmal den Booty-Mädchen. Jetzt fliegt sie einfach weg. Unhöflich ist sie auch noch. How rude. Haha, geschafft, Kleiner. Yay. Wir hören gerade, dass der Rest von Drax' Flotte den Rückzug antritt. Ilaris, bestätigen. Bestätigt, Brax. Die restlichen Kriegsschiffe fliegen zurück nach Quartu. Das habt ihr super gemacht. Finde also ich auch. Ich konnte leider nicht dabei sein. Dafür war ich aber im Geiste bei euch. Hm. Wir müssen uns treffen und diesen Blag zurück nach Quartu folgen. Verstanden, Captain. Dann bis nachher. Offenbar ist alles gesichert. Du hast heute gute Arbeit geleistet, Ratchet. Ja, im Gegensatz zu einem gewissen du auch, anderen. Clank. Wir treffen uns dann auf Quartu wieder. So, wo die will ihren Booty nicht zeigen. Die schämt sich. Sie schämt sich für ihren Popo. Musst du aber gar nicht. Also ich meine, so viel Popo ist da gar nicht. Also ist in Ordnung. Da muss man sich nicht für schämen, würde ich sagen. Dann sind wir auf Batalia fertig, auch wenn wir hier und da nicht waren. Das ist schade. Aber naja, weiter geht's. Wo sollen wir hin? Die Blag-Hydro-Ernte stehlen noch immer Wasser von Pokitaru. Dann geht's wohl nach Pokitaru und die Liste geht einfach weiter. Wie nice. Das Haus? Welches Haus? Das war ja quasi diese Extra-Mission, die wir gerade bekommen haben. Pokitaru und Quartu. Oh, ich bin voll happy, dass es noch nicht zu Ende war. Also ist. Da war doch am Anfang was mit Magnet. Okay, warte, dann gehe ich nochmal zurück. Aber haben wir den Magnet? Wir haben doch einfach dieses Ding bekommen, dieses Upgrade, oder nicht? Can you grab stuff? Maybe? Nee. Muss ich wohl so zurück. Ja, das tust du denn? Oh, Ratchet! Wehe, da ist jetzt nicht. Dann war dieser Tod umsonst. So, welches der vielen Häuser meinst du denn hier? Ich war doch eigentlich in allen, oder nicht? Das große? Welches große? Was da? Ich da rein? Nein! Was ist denn mit dieser scheiß Kamera? Ey, echt, wenn eins an diesem Kack, diesem Mode nervt, ist es diese dumme Kamera. Ich kann doch selber eine Kamera bedienen. Bin vielleicht schlecht in Shootern, aber für eine Kamera reicht's noch. Rudi. Ach, hier, das meinst du. Sag doch Magnetschuhe dazu, bitte. Ich habe jetzt die ganze Zeit nach einem Magneten geguckt, weil ich dumm bin. Okay, aber es war nur Raritanium. Hat sich nicht gelohnt, glaube ich. Oh, ein Goldball. Wie komme ich denn da dran? Ach, indem ich einfach da lang gehe. Okay. Der ist ja geschenkt, hör mal. Dann hat es ja doch gelohnt, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Swoosh. Wow, das funktioniert echt nicht so gut, wie es könnte. Egal. Zurück zum Schiff. Ja, manchmal ist diese Autokamera halt echt aggressiv und ballert die einfach die Kamera weg. So mit so einem Ruck. So ein bisschen wie so ein Fahrassistent, so ein Spurhalter. Ich mache alles Mögliche, um Helden noch heldenhafter zu machen. Die einfach sagt, nö. Weißt du eigentlich? Würde ich an deiner Stelle sofort kaufen.
Wo ist denn jetzt eigentlich das, was ich suche? Das hier. So macht man das! So. Nee, das Ding ist, ich glaube, im Easy-Mode ist die zwanghaft an. Weil die soll dir ja helfen. Dass sie einen mehr tötet, als dass sie hilft, ist halt schwierig, aber... Weil die zeigt, also die zeigt dir ja halt auch, wo du hin musst dann. Wo sollen wir hin? Wie man hört, soll es auf Poketaro sehr schön sein.